Hallöchen, ihr Landratten. Willkommen zurück und ahoi auf meinem kleinen Schifflein. Wir campen immer noch vor der Insel und wollen uns dieses kleine Kästchen da unten besorgen. Kommt ihr mit? Finde ich gut. Und hotte hü! Captain im Meer! Captain im Meer! Genau, wir holen uns nämlich jetzt diesen süßen Schatz. Damit wir weiter segeln können. Segeln steht da auch am Bildschirmrand. Willkommen, du kleine Schatztruhe. Das war's hier schon. Mehr gibt's nicht abzugreifen. Dann machen wir uns lieber wieder vom Acker, bevor uns noch eine Möwe auf den Kopf kackt. Einmal waschen bitte. Moin! Captain ist am Steuer! Wie morgens in der Firma, wenn ich zur Arbeit fahre oder in der Arbeit ankomme. So, wollen wir mal schauen. Oh, hier schiffbrüchig. Da müssen wir hin. Denn das ist einmal einer für unsere Mannschaft. So, haben wir wieder mal einen für die Mannschaft, für die Crew gewonnen. Sowas finde ich immer gut. Dann wollen wir mal gucken, wo unsere kleine Jackdaw wieder hinreisen sollte, müsste, tun, machen. Und dann holen wir uns doch mal glatt dieses Fragment. Mehr Segel, alle Segel! Mehr Segel, wir reiten die Böen! Oh, Wellengang, das gibt doch wieder Sturm hier. Müssen wir aufpassen, dass wir unser Schiff nicht kentern. Eigentlich segeln wir ja falsch, ne? Wenn man Wellengang hat, dann sollte man ja eigentlich zusehen, dass man gegen die Wellen steuert. Also sprich so, damit man eben nicht kentert. Aber ihr Seebären, ihr wisst das ja bestimmt, wie man vernünftig zu segeln hat. Ich weiß es nicht, denn ich bin ein Rennfahrer. Backbord, Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Ja, dann nehmen wir ihn noch mit. Greift die Top- und Darmsegel! So, einmal Anker setzen. Und dann kann ich hier rüber. Und ein Schätzchen gerettet. Dreimal Zucker. Zucker ist immer wichtig. Das hebt die Moral und Stimmung der Mannschaft. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Ah, okay. Und ein Fragment gerettet. Unkariert. Naja, dann werden wir halt streifig, ne? Und zurück an Bord. Auf unsere kleine, süße Nussschale, hätte ich beinahe gesagt. Tja. Captain ist am Ruder. Jetzt bejubeln sie mich nicht mehr. Man kann nicht alles haben. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Da ist mein Zielort. Gibt es hier unterwegs nichts mehr abzugreifen? Da gibt es nichts mehr abzugreifen. Was ist das? Ein Bullenhai. Jagdbeute für Herstellung oder Verkauf. Na, da gehen wir später hin. Dem traue ich mich noch nicht. So, hier haben wir Cape Buena Vista. Hier haben wir Havanna. Haben wir ja auch noch ein bisschen was zu holen. Dann kehren wir auch später nochmal hin zurück. Hier oben ist Nassau. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Ja, das sind alles so
Dinge, die wir alle noch erlegen müssen, damit wir hier weiterkommen. Oh, was ist hier? Castillo de Jagua. Schätze ich mal, wird es ausgesprochen. Korrigiert mich, ich habe keine Ahnung. Tja, nehmen wir uns das Fragment noch? Ja, das holen wir jetzt erst noch. Und dann gehen wir in die... Segel setzen, Bewegung! Dann gehen wir in die Vollen und holen uns dann die nächste Mission. Aber die Nebenmissionen, die sind gerade hier in solchen Open-World-Games, die sind echt wichtig, weil die immer wieder dazu führen, dass man kombinieren kann, dass man sein Schiff erweitern kann, dass man sich verbessern, verstärken kann und andere Fähigkeiten halt erlernt. Und deswegen sind halt diese vermeintlich langweiligen Nebenmissionen eigentlich immer so die wichtigsten. Genauso wie Schiffe zu entern, Kriege, Schlachten zu gewinnen und so weiter. Das ist, gehört einfach dazu zu so einem Open-World-Game. Ohne dem geht es halt einfach nicht. Und das ist eben das, was halt so Spaß macht, weil es gibt eigentlich so nicht wirklich eine gerade Linie. Man spielt es jedes Mal anders. Das ist halt das Geniale. Und vor allem, es gibt ja genug Let's Plays von diesem Spiel, wo man eigentlich die Schnauze voll haben müsste, weil jeder Let's Player eigentlich dieses Spiel spielt. Und Fakt ist aber, jeder spielt es anders. Und das ist halt das Interessante daran. Also es gibt einige große Let's Player, die natürlich entsprechend ihre Zuschauer haben. Die zocken das da natürlich durch. Und es gibt auch große Let's Player, die nehmen die ganze Nummer mit. So wie ich es halt auch versuche. Aber die spielen es dann noch ein bisschen extremer und intensiver als ich. Die Gisch, die ist natürlich cool. Die finde ich ja mal richtig geil. Gebt den Wind ab! Und die Kreuz holt sie nieder, raus aus dem Wind! Komm, Segel aufgehalten! Aber wo ich drauf hinaus wollte, ist halt, und das wird auch jeder andere große Let's Player mir bestätigen, gerade bei solchen Games, da ist es wirklich wichtig, die ganzen Nebenmissionen mitzunehmen, um eben das Bestmögliche aus seinem Equipment rauszuholen. Und damit höre ich jetzt auf, euch über diese Ausreden zuzulabern, warum ich hier so diese langweiligen Nebenmissionen mache. Und angel mir ein weiteres Fragment. 4 von 30. Na, da haben wir noch ein bisschen zu sammeln. Hey! Schatz. Ein Schatz! Captain, ein Schatz! Den müssen wir natürlich noch mitnehmen. Andere Seite. Ja. Das finde ich so ein bisschen blöd, dass man das wirklich nur von... Dreimal Metall, okay. Das finde ich blöd, dass man das nur von einer Seite öffnen kann. Sonst sind wir ja hier durch, oder? Ja. Schätze ich mal. B, untertauchen. Das in dieser schweren Ausrüstung. Respekt! Respekt, Respekt, Herr Kenway. Captain an Bord. So, jetzt hatte ich gesagt, gehen wir zur Mission, ne? Sofern mir jetzt nichts anderes mehr dazwischen kommt, fahren wir jetzt zu dieser Mission. Los, das machen wir auch. Salt Key Bank. Ob man da Geld abheben kann? Ja, ich weiß, schlechter Witz. Aber auch das muss sein. Hoch, Leute! An die Welt! Dann sing mal! Ich finde das so geil. Diese Gesänge, ich finde die so cool. Nee, in Steuerradansicht finde ich das besser. Aber es gibt noch bessere Lieder. Zu wenige Liederauswahl. Was sagt uns das? Wir müssen natürlich mehr Lieder finden. Und das machen wir, indem wir diese Shanties einsammeln. Die sorgen für die verschiedenen Lieder hier an Bord. Und die Lieder, die muss ich echt sagen, die sind echt geil. Ich finde die richtig cool. So, Salt Key, willkommen in der Hölle.
ich da mit Vollgas mal reinfliege? Versuch's mal. Versuch's mal mit Vollgas reinfliegen. Oh, Bums. Finde ich gut. Ich finde das voll geil. Wollen wir versuchen, richtig anzulegen? Öffnet die Hauptsegel! Segel bergen! Kriegen wir das hin? Segel niederholen! Herr Segelmänner! Aufgehalten! Aufgehalten! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Ich kriege ihn nicht hin, ich bin kein guter Seemann. Ich lasse sie jetzt hier stehen. Ach. Das ist der Außenborder, der macht das von alleine. Das ist ja cool. Finde ich gut. Finde ich gut. So, willkommen in Salt Key. Captain von Bord an Land. Also echt mit Liebe zum Detail, muss ich ja echt mal sagen. Immer wieder faszinierend. Die unterschiedlichen Welten, die unterschiedlichen Karten hier. Hammer genial. Und das auf der PC-Version. Also auf der Konsole hätte ich es mir noch gesagt, okay, das ist ja keine Frage. Aber die PC-Version finde ich cool. Finde ich cool, finde ich cool, finde ich cool. So, Herr... Necessita algo? Ja? Genau. Dann kaufen wir uns mal ein Upgrade und bauen unseren Rumpf aus. Somit ist das Schiff dann doch stabiler und wir leiden nicht... ...100%. Und wir erleiden nicht jedes Mal, wenn wir irgendwo gegenstoßen, so viel Schaden. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ah, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Bereit zu feuern! Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Canway. Ja, wie ich gesagt habe, das ist halt eben wichtig, dass man die Nebenmission mitnimmt. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Schoten dicht, halbes Segel! Und in diesem Fall ist unsere Nebenmission Schiffe plündern. Indem wir ranzoomen, unser Fernrohr benutzen und sehen dann, was haben die Schiffe geladen. Aber das machen wir natürlich nur mit den Kriegsschiffen. Oder anderen Handelsschiffen. Metall plündern, 9 von 70. Wir sind außer Gefahr, Sir. Setzt jeden Zoll Segel! Fernrohr. Das Fernrohr ist Ihr wichtigstes Werkzeug auf See. Blicken Sie auf ein Schiff, um zu sehen, wie stark es ist und welche Fracht es geladen hat. Ja, habe ich eben schon gesagt. Blicken Sie auf einen Ort,
um alle dort verfügbaren Elemente zu sehen. Halten Sie RB, um es zu benutzen, bewegen Sie R, um sich umzusehen und L, um die Brennweite einzustellen. Ja, wie ich ja schon erwähnt habe. So, dann wollen wir mal plündern. Mal sehen, was und wen wir so finden hier. Sollte aber natürlich nicht so ein allzu großes Schiff sein, damit ich auch eine Chance habe. Und überleben kann. Dann zeig mir doch mal deine Karte. Das hier wäre ein... Achso, das ist das Wrack. Feindeschiff. Na gut. Dann mach mal. Eine Militärbrücke am Horizont. Gutes Auge, Mann. Bist du bereit dafür, Kenway? Metall. 65 Metall. Wer ist dafür, die Brücke aufzubringen? Ruft ein! Schaffen wir die? Na, genau das wollte ich hören. Gib das Signal. Bemannt die Kanonen. Vorsicht mit den Navy-Jungs. Die können ebenso ran wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer. Oder? Nein, gute Idee. Jetzt sind wir fällig. Ist gut genug. Feuer! Ja! Das hier sind Feuer! Haha! Cool, unser erster großer. Und jetzt müssen wir den nur noch ändern. Und dann haben wir schon ein wenig Metall gewonnen. Ei. Los. Plündern wir jetzt. Alter, 10 Leute müssen wir. Okay, dann los. Und Attacke. Aber immer nur einer nach dem anderen. Huch, zu viel gedrückt. Oh weia, meine Crew stirbt. Aua! Nein, 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 ich bin gleich tot. Das können wir nicht machen. Ah, ich bin tot. Zu blöd. Wer unfähig ist zu kämpfen, sollte es lassen. Na gut. Weil es so schön war. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher. Das Fernrohr hatten wir eben schon. Fortsetzen, loskommen. Das ist halt blöd und peinlich, wenn man nochmal anfangen muss. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Campbell. Und das machen wir jetzt auch. Dass es funktionieren kann, haben wir ja eben schon gesehen. Achso, der ist jetzt schon weg. Zucker, Feuerfässer. Schieß dahin, Sir! Verfluchte Augen! Auf dein Zeichen, Captain! So, dann gehen wir den jetzt erstmal plündern. Bevor er untergeht, los. Segel setzen!
Mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Ja, ist egal. Ich habe da jetzt einen großen Rumpf. Jetzt gilt es, Jungs. Rettet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahl schmecken. Waren wir zwar nicht mehr so eine Beute wie eben noch. Kommen wir nicht mehr hin, wa? Nee. Müssen wir hier verlassen. Und einmal rüber. Wo ist er denn? So. Wie sich das für einen Piraten gehört, fangen wir an. So, wir haben sie. Zwar kein Metall dabei, aber immerhin etwas Gutes für die Moral, für die Crew. In Reihe und Glied. Der hat Glied gesagt. Und wir gehen die Jackdaw wieder reparieren. Reparieren. Wie ich schon mal gesagt habe. Bumm. So, Zucker und Rum ist immer gut für die Moral der Crew. Wenn die was zu saufen kriegen, halten sie im Mund. Und singt nochmal eine Runde. Der ist noch zu weit weg. Gutes Auge, Mann. Bist du bereit dafür, Kenwin? Sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür? Ja, ich hoffe, erst später. Na, genau das wollte ich hören. Oh! Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs. Sie können ebenso rammen wie breit sein. Ich setze die Pulver. Oder? Nein, gute Idee. Los, komm. Das heißt, warte mal. Wo ist er denn? So, jetzt aber. Komm. Ja, jetzt besorgen wir es ihr. Okay. Nein, nicht absaufen, bitte. Bitte nicht absaufen. Komm her, wir müssen uns doch erst noch da holen. Los, entern. Jetzt machen wir uns einen Namen. Voll ins Face. Wie viel haben wir denn noch? 8. 2 Stück müssen wir noch. So, einen noch. Und das war's. Wir haben sie. Sehr gut. Sehr gut. 50 Rum, 15 Zucker, 4 schwere Kugeln, 2 Mörser und 3 Crewmitglieder. Und wir reparieren natürlich unser Schiff. Sehr gut.
Ein Erfolg freigeschaltet. Alle an Bord. Genau, und jetzt geht das Schiff natürlich unter. Finde ich gut. So, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wir machen hier erstmal eine kleine Pause. Sammeln uns erstmal und segeln in der nächsten Folge erfolgreich weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Jo, da haben wir ja in dieser Folge doch noch ein bisschen was dazugelernt, was? Einmal zumindest oder zum Beispiel, wie wir andere Schiffe vernünftig entern, vernünftig bekriegen. Wie wir unseren Schiff natürlich dann auch verbessert haben. Den Rumpf haben wir ja ausgebaut. Wir haben Metall dazu gewonnen. Wir sind nach Sol Key gekommen. Und also es war schon ein richtig was los da. Also war schon cool. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge. Danke, ciao.